Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Der Hype ist real. Endlich ist es soweit, Sniper Elite 4. Ja, Mann! Endlich ist es soweit. Oh, habe ich darauf gewartet. Seit Anfang November, seitdem ich das gesehen habe, fieber ich endlich diesem Spiel entgegen. So, gucken wir nochmal. Was haben wir denn hier? Oh, nice. Die kann man sich alle freischalten, spielen, wie auch immer. Achso, die sind gesperrt wegen DLC. Ich habe aber irgendwelche gekriegt fürs Vorbestellen, oder nicht? Erst alle Upgrades freischalten. Okay. Ach, hier unten, Skins. Ja, auf jeden Fall nehmen wir dann Natandi. Ganz glatt ist ja ekelig. So. Gut, die müssen wir uns dann also frei spielen. Das ist nice. Kann man hier schon irgendwas anderes nehmen? Nein. Okay. Skins. Auch geil. Aber später erst. Okay. Knarre. Ja, die Velrot. Ist ja auch immer sehr gut. Oh, das ist irgendwann mal. Gut, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Da haben wir noch nichts. Top. Einzelspieler. Und neue Kampagne. Und ja, starten wir einfach mal direkt rein, würde ich sagen. Oh, ich bin so hyped, Alter. Oh, ich habe mir heute nochmal die Trailer reingezogen. Tut mir leid, die letzten Tage nichts kam, aber ich habe mich einfach nur auf dieses Spiel gefreut und wollte gesund werden. 1943. Eine Welt im Krieg. Eine Welt in Aufruhr. Wir haben Hitlers Nordafrika-Feldzug ein Ende gesetzt. Aber was nun? Churchill drang auf eine Invasion Italiens. Nannte die Mittelmeerregion den weichen Unterbauch des Krokodils. Anfangs skeptisch, zog Winston die Amerikaner doch noch auf seine Seite. General Dwight D. Eisenhower, oberster Kriegsherr der Alliierten, plant federführend die gesamte Strategie. Was mich betrifft, ich bin auf dem Weg nach San Cellini, einer abgelegenen Insel im Südwesten Italiens. Wir haben in dieser Gegend Schiffe verloren. Der britische Geheimdienst glaubt, die Anwesenheit der Luftwaffe auf San Cellini ist der Grund dafür. Die königliche Marine hat einen eroberten italienischen Frachter, die Orchidia, entsendet. Sie war mit modernster Funkabfangtechnik ausgestattet. Die gesammelten Informationen bestätigen unsere Befürchtungen. Die Nazis besitzen eine neue Wunderwaffe. Die Überlebenden der zerstörten Schiffe reden von einer neuen Art Rakete. Ferngesteuert von dem Flugzeug, das sie abschießt, spüren diese Raketen unsere Schiffe mit tödlicher Präzision auf. Die Aufgabe der Orchidia war, die Funkmeldungen der Luftwaffe abzuhören, um rauszufinden, was die Deutschen vorhaben. Auch wenn das das höchste Opfer bedeuten würde. Jetzt müssen wir wissen, was die Nazis planen und wie wir sie aufhalten können. Ein hohes Tier der Luftwaffe ist auf der Insel. General Tobias Schmitz. Es ist kein Geheimnis, dass Hitler eine hohe Meinung von ihm hat. Schmitz würde sich niemals lebend ergeben und hat seinen geliebten Führer noch niemals enttäuscht. Aber er könnte über nützliche Informationen verfügen. Meine Mission... Schmidt töten und mit ihm alle hochrangigen Offiziere. Und dann nichts wie weg. Sollten wir ihn kriegen. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen bei Sniper Elite 4. Ich sorge dafür, dass die Männer nicht umsonst gestorben sind. Ich muss so viel wie möglich über die neue Rakete herausfinden. Ja,
dann halt jetzt nochmal. Damit willkommen zu Sniper Elite 4. Und... Alter, es sieht schon ziemlich nice aus. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir mal los, wa? Oh, geil. Da oben ist einer. Schätze, den Kerl kann ich relativ geräuschlos ausschalten. Ui, was hat der? Ui. Ja, haust mal rein, Alter. Augenblick mal, was ist das? Wo ist mein Feldstecher? Da haben wir jetzt einen kaputten Ballon. Die Rakete? Na klar, das Schiff hatte keine Chance. Ach, jetzt ist nichts mehr hier mit dem Dingens rauf und runter, okay. Na, wer sagt's denn? Ja, sehr gut. Schön Augen offen halten, ob wir irgendwo Sachen finden. Da werde ich rüber messen. Leertaste drücken, um einen Spalt zu springen, okay. Es kann nur bergauf gehen. Warum ruckelt's denn? Auf jeden Fall müssen wir ja natürlich auch immer noch gucken, ob wir noch Klamotten finden. Tagebücher und so ein Kappes. Beziehungsweise Briefe von zu Hause gibt's ja hier und so. Könnte sich lohnen, die Leichen nach Munition zu durchsuchen. Okay, wie durchsucht man? E halten. Ja, ich glaube, die Steuerung muss ich noch umstellen. Mehr finde ich nicht. Nee, Thompson will ich nicht haben. Ui. Wir haben aber gut was am Start, ey. Boah, das ist auch cool, dass du jetzt angezeigt kriegst, was besser ist und was nicht. Ich muss schon sagen, es gefällt mir auch so vom rein optischen her schon ziemlich gut. Okay, Kiste durchsuchen. Habe wohl alles Verwendbare eingesackt. Okay. Wo geht's jetzt weiter? Ach, da. Okay. Dann hoch da. Zu sehen ist immer gut. Im Blattwerk und im Schatten bin ich schwerer auszumachen. Okay, da war noch eine Treppe. Töten Sie Schmidt, töten Sie Nazi-Offiziere, egal wie ist immer gut. So, da sind wir. Zerstöre die Kameras. Alter, ist das... Ist aber riesengroß. Ey, das ist... Boah, mega nice, Mann. Auch das ist schon ziemlich geil. Der Turm ist ein guter Aussicht. Genau, da Kameras zerstören. Zerstört werden. Ja, das sollten wir hinkriegen. Wir sind ja geübt.
getan. Ach, da liegt er was. Da Tutorial anzeigen. Achso, ich habe gedacht, jetzt zeige ich noch mehr. Ja gut. Ja, das kennen wir ja. So, wo haben wir denn hier unsere Ziele? Mal gucken, wo wir jetzt hier welche sehen. Was soll die Kamera? Welche Kamera? Da. Hallo. Du stehst auf meiner Abschussliste, Partner. Diese Insel ist ein einziger Propagandafeldzug. Mit der Orchidea als Höhepunkt. Da haben wir noch einen. Wo finden wir denn noch welche? Ui, Auto. Wird's hier jetzt auch nochmal laut? Das war unentdeckt schießen können oder eher nicht so? Ich weiß nicht, sollen wir jetzt warten, ob es nochmal laut wird oder nicht? Ja, ist klar. Kommt jetzt kein Flieger mehr? Ja, dann können wir besser wieder runtergehen. Ich wette mit dir, wenn ich jetzt gerade hier bin, dann kommen die. Sich da doch lohnt, so, weißt du? Ah, jetzt können wir auch so durch rollen, quasi. Das könnte ein bisschen weit weg sein. Sollten wir es mal lassen. Finden wir hier irgendwo was? Ich bin ja dafür, wir legen erstmal wieder alle um, ne? Dann noch mehr? Nee. Patcht der da oben jetzt gerade noch Sachen, oder? Jetzt mal an den Kollegen da ran. Ja, bleibt weg und so. Top, der erste Kill. Also der erste richtige. Erstmal dich so. Wo kommst du denn her? Das ist alles. Da sind ja bestimmt unsere Knochen gar nicht. Sehr schön.
muss das sein. Sonst nichts. Oh. Warte mal. So, hier ist irgendwo eine Kamera. Oh, wir können reinzoomen. Okay. Okay. Sehr schön. Ja, erstmal durchsammeln, so muss das sein. Das hier wird sehr nützlich sein. Sehr gut. Das eine schon mal zerstört. Klar, der hat das gehört, sicherlich. Das war aber nicht gut. Jetzt halt von hinten. Du willst mich da verarschen, oder? Jetzt sneak ich hier rum und dann ist er weg. So, das ist einfach nur, dass wir den zerstören können, okay. Hier müssen wir natürlich nochmal eben kurz gucken. Hier wollen wir da gar nicht hin. Nein, da wollen wir wirklich noch nicht hin. Da geht's nur da wollen wir halt noch gar nicht hin. Gudi, 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 gudi. Wir wissen jetzt, dass es hier noch ein bisschen was zu tun gibt. Sehr schön. Da unten ist einer. Erstmal holen wir uns jetzt den da hinten noch. Und da gucken wir dann auch gleich, ob wir hier das Flak-Ding da wegkriegen. Vielleicht. Vielleicht geht das ja auch gar nicht. Zwei Leute. Ganz vorsichtig ransneaken. Dann räumen wir die beiden eben weg. Ich bin Zahnarzt. Da ist ja noch ein Zweder. Die Dinger müssen wir kaputt schießen. Das wäre jetzt aber doof, wenn er den da liegen sieht, ne? Ich
glaube, das wäre ein bisschen kacke. Aber vielleicht kommt da ja noch ein Flieger vorher. Das fände ich eigentlich ganz sexy. Wenn nicht auch egal, dann kloppen wir den so weg. Ja. Klar. Klar, hier unten hat einer den Schuss gehört. Ja, sicherlich. Da läuft dann einer, den wir nicht markiert haben. Habe ich nämlich im Trailer gesehen, dass wir die auch kaputt ballern können. Oh, drei Stück sind hier. Finde ich aber definitiv cool, dass es halt direkt so angezeigt wird. Natürlich. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Eins. Ich würde ihn gerne durchsuchen. Wie Feind sucht. Huch. Ja, zum Teufel, genau. Echt mal. Ja, wissen wir. Das sind die beiden da, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich hab gedacht, wir könnten hier irgendwo hoch. Ah, hier. Okay. Dann einmal kletter. Schön ist ja, dass die jetzt die Kills nicht hören. Hä? Da schlagen wir rum. Den da habe ich ja gesehen. Okay.
irgendwo. Achso, das dürfte der da hinten sein, okay. Müsste ja eigentlich leise genug sein, oder? Oder auch nicht. Sehr gut. Müssen wir erstmal gucken. Da steht noch einer. Mal gucken, ob wir eine andere finden. Jawohl, Eck. Ui. In den Hals. Ui. Kacke, ich hätte den, der hier vorne im Gebüsch war, auch markieren sollen. Das war natürlich doof. Das war natürlich sehr doof. Der ist zu weit weg. Die auch. Hö. Wir sammeln jetzt erstmal schön ein paar XP-se. Ja, da hinten werde ich garantiert noch keinen. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch zwei. Ich hab gedacht, der explodiert jetzt was. Komm, mein Freund, wo rennst du denn hin? Flasche nachladen, ja, jetzt bist du gleich dran. Lauf doch nicht so weit weg, da komme ich doch nicht hin. Deinen Kopf markiere ich mir auch. Mitten in die Fresse rein, Alter. Ah, ist das geil, ist das geil, ist das geil. Ja, er sitzt da hinten natürlich kacke. Da kommen wir auch nicht dran. Da sind die Markierten auch hier drauf? Ja, eins, zwei. Das kommt hin. Da hinten ist der Offizier. Da ist die zweite Kamera. Da ist... Also Kontrollpunkt. Okay, Kamera. Kamera und 1, 2, 3, 4. Na gut. Warte. Den haben wir noch fix markiert. So. Ja, das ist jetzt leider nur gerade ein bisschen blöd, wie du da stehst, Kollege. Bleib.
Ja, danke. Ist das geil, Alter.